Hallo liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute möchten wir ein Experiment mit euch machen. Und das Experiment heißt: Wie lerne ich einfach, schnell und richtig Deutsch? Und zwar geht es hier um Wortschatz B2, C1 Niveau. Viele Sprachenlerner lernen den neuen Wortschatz immer noch mit Vokabellisten. Das ist nicht sehr effektiv. Besser ist es, Wortschatz in einem Text, also im Kontext, zu lernen. Daher haben wir hier einen Text mit dem Titel Eltern und Kinder, beste Freunde. Der Text ist auf Deutsch und ihr schreibt neue, unbekannte Wörter in eurer Muttersprache direkt unter das deutsche Wort. Wir haben das hier mit Englisch gemacht. Ich lese jetzt einfach mal den Text auf Deutsch. Das Verhältnis von Kindern und Eltern hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr verändert. Erziehungswissenschaftler stellen fest, dass Eltern nicht mehr so streng mit ihren Kindern sind. Ihr könnt dann Grammatikphänomene, die ihr gerade lernen wollt, farbig markieren. Weiter geht's mit dem Text. Sie verbieten weniger und wollen lieber wie gute Freunde für ihre Kinder sein. Warum ist das so? Und ist das überhaupt gut für die Kinder? Dazu solltet ihr jetzt auch noch einfache Bilder oder Skizzen passend zum Inhalt malen. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Warum ist es vielen Eltern so wichtig, bei ihren Kindern beliebt zu sein? Da gibt es viele Gründe. Viele Eltern denken, dass Strenge altmodisch ist. Sie wollen nicht von gestern sein. Außerdem haben die Kinder in der Schule schon früh Leistungs- und Notendruck. Manche Eltern wollen dann zu Hause nicht hart zu ihnen sein. Gleichzeitig ist aber auch der Druck auf die Kinder gewachsen. Hier haben wir zum Beispiel das Perfekt markiert, ist gewachsen. Ja, der Druck ist heute stärker als früher. Und hier den Komparativ mit als. Besonders Eltern aus der Mittelschicht tun alles, was möglich ist. Und hier diese Kombination alles, was, also das Relativpronomen was, um ihr Kind zu fördern. Da wird das Kind zum Lebensprojekt, denn es soll eine sehr gute Zukunft haben. Alles soll perfekt sein. Oft dürfen die Kinder keine Kinder mehr sein, sondern werden an Nachmittagen und Wochenenden zu Tanz, Musik oder Sprachkursen geschickt. Wir haben hier das Passiv markiert, werden geschickt. Dann sieht man auch sehr schön, dass das Partizip geschickt am Ende des Satzes ist. Und müssen Nachhilfestunden nehmen. Wie sollen Eltern denn nun sein? Das ist natürlich nicht einfach. Auf alle Fälle sollte das Kind nicht immer im Mittelpunkt stehen. Und natürlich könnt ihr hier noch mit einer anderen Farbe Ausdrücke markieren. Ich würde hier auf alle Fälle markieren und auch im Mittelpunkt stehen. So, wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr ein Audio von dem Text machen. Das funktioniert mit jedem normalen Handy. Denn dann könnt ihr den Text gleichzeitig lesen, hören und das Gelesene sofort durch die Bilder visualisieren.
Außerdem verbessert sich so sofort eure Aussprache. Das macht ihr dann 4 bis 5 Mal, also lesen und gleichzeitig hören, und dann hört ihr nur noch das Audio. Ihr werdet sehen, dass ihr so viel schneller ganze Sätze und Ausdrücke lernt. Bitte schreibt uns eure Erfahrung mit dieser Lernmethode, denn es interessiert uns wirklich brennend, wie ihr damit zurechtkommt. Das war's wieder für heute und wir verabschieden uns mit einem Tschüss, Servus, Baba, auf Wiederlurge, macht's gut und viel Spaß beim Lernen, euer Deutsch-Global-Team.